das ist überschrieben mit damit Wohnen bezahlbar bleibt, sozialer Wohnungsbau fortsetzen. Also ähnlich wie die aktuelle Stunde, der Antrag zur aktuellen Stunde auch. Einreicher ist interfraktionell. Wer möchte ihn einbringen? Herr Scholbach. Und danach wäre die Möglichkeit, den Ergänzungsantrag von Herrn Bauer einzubringen. Danach geben wir zum Rederecht von Herrn Sachs. Und dann gehen wir in die Fraktionsrunde. Und auch hier darf Bündnis 90 Die Grünen als erstes an das Mikrofon drehen. Herr Scholbach, bitteschön. Der Gegenstand des Antrages lautet, damit Wohnen bezahlbar bleibt, sozialen Wohnungsbau fortsetzen. Rot-Grün-Rot hat einen Wandel in der Wohnungspolitik der Landeshauptstadt Dresden bewirkt. Wir haben gesagt, man darf die Entwicklung des Wohnungsmarktes nicht allein den Privatinvestoren, den Immobilienhaien, den Renditegeiern überlassen. Und deshalb, meine Damen und Herren, haben wir uns frühzeitig bekannt zum sozialen Wohnungsbau. Und wir haben bereits im Jahr 2015, hat Rot-Grün-Rot einen Beschluss gefasst, einen Grundsatzbeschluss zur Gründung einer neuen kommunalen Wohnungsbaugesellschaft. Die Stadtverwaltung hat dann verschiedene Prüfungen und Vorbereitungen vorgenommen. Und nachdem das alles abgeschlossen war, hat Rot-Grün-Rot zu Beginn des Jahres 2017 dann die eigentliche Gründung beschlossen. Und sofort, nachdem seitens der Landesdirektion die erforderliche Genehmigung vorlag, ist die Stadtverwaltung tätig geworden, hat entsprechend den Gründungsakt vorgenommen und hat entsprechend die Planungen für die neuen Wohnungen vorbereitet. Und wir haben vor wenigen Wochen den ersten Spatenstich erlebt. Wir werden im kommenden Jahr, wir haben es gerade gehört, die ersten Sozialwohnungen fertig haben. Gegenwärtig sind 800 Sozialwohnungen bereits im Bau oder in Vorbereitung, und zwar für ein Investitionsvolumen von über 100 Millionen Euro. Und daran wird doch deutlich, dass wir hier eine Entscheidung getroffen haben, die ein richtiges wirtschaftliches Gewicht auf die hier in den Wohnungsmarkt einbringt, meine Damen und Herren. Es ist ganz wesentlich, dass wenn wir Sozialwohnungen bauen, dass wir selber Kapital einbringen. Das haben wir getan in Form von Grundstücken, in Form von Geld, das wir im Haushalt bereitgestellt haben. Aber auch der Freistaat Sachsen ist in der Pflicht. Der Freistaat Sachsen hat nun endlich ein Förderprogramm aufgelegt, das dazu beiträgt, diese Sozialwohnungen in Dresden realisieren zu können. Aber ich bin bereits im Rahmen der Aktuellen Stunde darauf eingegangen. Lange war es nicht so. Lange wurden genau diese Gelder, die zur Verfügung stehen durch den Freistaat, zweckentfremdet. Und deshalb wollen wir in dieser Situation darauf aufmerksam machen, dass das natürlich keine Einmalfliege bleiben darf, sondern dass der soziale Wohnungsbau fortgesetzt werden muss und dass dazu der Freistaat Sachsen entsprechend seine Förderpolitik auch kontinuierlich gestalten muss. Und deshalb schlagen wir vor, dass der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden sich bekennt zum sozialen Wohnungsbau, zur Fortsetzung des sozialen Wohnungsbaus über das Jahr 2019 hinaus und dass wir den Oberbürgermeister unserer Stadt beauftragen, sich entsprechend beim Sächsischen Landtag, bei der Staatsregierung sowie beim Sächsischen Städte- und Gemeindetag dafür einzusetzen, dass eben diese Förderpolitik fortgesetzt wird und damit auch ein deutliches Zeichen aus der Landeshauptstadt zu senden zum Freistaat Sachsen, dass das dringend, dringend erforderlich ist. Und jetzt frage ich einmal die CDU, was haben Sie denn dagegen, dass wir sozialen Wohnungsbau hier in Dresden realisieren? Ich bin sehr gespannt, wie Sie dann abstimmen. Sie mäkeln ja immer herum, aber wenn wir hier sagen, wir wollen sozialen Wohnungsbau fortsetzen, müssten Sie doch gemeinsam mit uns dafür sein oder stellen Sie sich etwa heute erneut an die Seite der Immobilienhaie und der Renditejäger? Und ich will auch noch auf etwas eingehen. Ich fand das ja vorhin ganz bezeichnend, dass jener Redner, der auf dem Ticket der sogenannten Alternative für Deutschland geredet hat,
ausgerechnet einer war, ein Lobbyist der Immobilienhaie und Renditejäger. Das finde ich schon bemerkenswert, dass also die AfD hier nicht an der Seite der Mieterinnen und Mieter steht, sondern eben einen Lobbyisten der Immobilienhaie hier sein Lied im Stadtrat singen lässt. Das finde ich bemerkenswert und das sage ich an dieser Stelle auch ganz deutlich. Liebe Dresdnerinnen und Dresdner, wir haben im kommenden Jahr eine Kommunalwahl und Sie haben alle die Möglichkeit, dann zu entscheiden. Wollen Sie sozialen Wohnungsbau fortsetzen, dann können Sie die Linke wählen. Und wenn Sie das nicht wollen, wenn Sie wollen, dass die Immobilienhaie in dieser Stadt regieren, dann wählen Sie CDU, FDP oder AfD. Vielen Dank. So, wird von Herrn Bauer gewünscht, einen Ergänzungsantrag einzubringen? Dann bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Damen und Herren Stadträte, es gibt eine erkennbare Tendenz zur Gleichstellung von Flüchtlingen mit einheimischen Bedürftigen. Der wollen wir entgegentreten. Diese Tendenz ist hier erkennbar, immer wieder beim sozialen Wohnungsbau, dass also Flüchtlinge dort untergebracht werden, wo eigentlich deutsche Bedürftige untergebracht werden. Und es ist nicht Aufgabe des Staates, sich um Flüchtlinge aus aller Herren Länder zu kümmern, sondern in erster Linie ist es Aufgabe des Staates, seine eigenen bedürftigen Bürger zu versorgen. Wir haben hier die Sorge, dass es wieder darauf hinauslaufen wird, dass illegale Einwanderer, Flüchtlinge in den Genuss kommen von Sozialwohnungen, während deutsche Bedürftige auf der Strecke bleiben. Unabhängig davon bekennen wir uns ganz klar zum sozialen Wohnungsbau. Wir halten es für einen großen Fehler, dass die WOBA verkauft worden ist seinerzeit und wir halten es für einen noch größeren Fehler, dass die Wohnungen zurückgebaut wurden. Ich glaube, es waren insgesamt an die 10.000 Wohnungen. Das sind Wohnungen, die heute fehlen. Und nun müssen wir wieder über sozialen Wohnungsbau eben sehen, dass wir neue Wohnungen schaffen. Die Situation ist momentan so, es gibt ja über 10.000 Sozialwohnungen in Dresden, das ist bekannt. Das sind allerdings Wohnungen, die nicht der Stadt Dresden gehören, sondern an denen wir Belegungsrechte haben. Und diese Belegungsrechte werden dazu missbraucht, um Flüchtlinge unterzubringen. Auf dem Höhepunkt der Asylkrise 2015, 2016 sind das 1.000 Wohnungen gewesen. Also sprich, jede zehnte Sozialwohnung wurde dem regulären Wohnungsmarkt oder den regulären Bedürftigen entzogen, um dort Flüchtlinge unterzubringen. Dem wollen wir jetzt einen Riegel vorschieben mit unserem Ergänzungsantrag, indem wir sagen, wenn die Stadt jetzt tatsächlich eigene Wohnungen baut, und das befürworten wir, dann muss auch ganz klar sein, dass diese Wohnungen für unsere eigenen einheimischen Bedürftigen zur Verfügung gestellt werden. Denn es ist auch eine Frage von sozialer Gerechtigkeit. Und ich glaube, jedem ist bewusst, dass eine Solidargemeinschaft, und wir sind in diesem Land eine Solidargemeinschaft, nur dann funktionieren kann, wenn die einzahlen und die diese soziale Gemeinschaft unterfüttern, dass die auch davon profitieren. Eine Solidargemeinschaft kann nicht funktionieren, wenn eine wenige einzahlen in Form von Steuern, in Form von Beiträgen in die Sozialkassen und an irgendwelche Menschen, die nie einen einzigen Euro einbezahlt haben, dann davon profitieren. Das ist soziale Ungerechtigkeit. Und ich möchte, weil ich unseren Antrag für sehr vernünftig halte, möchte ich an die Vernunft der Stadträte appellieren. Und da bekanntermaßen die Vernunft in diesem Stadtrat nicht auf der linken Seite zu Hause ist, sondern wenn dann eher auf der rechten, auf der bürgerlichen Seite, möchte ich also mich an die rechte Seite und ganz besonders auch an die lieben Kollegen von der AfD wenden und an die lieben Kollegen der AfD appellieren, hier diesem Antrag auch zuzustimmen. Ihr seid ja eine Partei, die auch, so wie wir als NPD, deutsche Interessen vertreten möchte. Und ich weiß, dass es da auch einigen Unmut bei euch in den Reihen gegeben hat, nach der letzten Stadtratssitzung, als ihr unserem Antrag zur Fachkräftestrategie abgelehnt habt. Und das wäre jetzt eine gute Gelegenheit, das auch bei euch in den eigenen Reihen wieder gut zu machen. Ich glaube, es wird euch wenig Punkte bringen, hier aus Gründen, dass ihr irgendwie lieb Kind machen wollt, mit der linken Seite NPD-Anträge abzulehnen. Das werden euch weder die Linken danken, noch werden es euch die eigenen Wähler danken. Insofern zeigt etwas mehr Mut und etwas weniger Ängstlichkeit. Ängstlichkeit ist noch nie ein guter Ratgeber gewesen. Und ich glaube, es wäre ja auch ein gutes Zeichen in diesem Stadtrat, wenn wir hier mal gemeinsam dafür stimmen. Ich weiß, dass ihr
im Prinzip gegen sozialen Wohnungsbau seid. Aber wenn das nun mal so hier beschlossen wird, dann wäre es sinnvoll, dann auch mit unserem Ergänzungsantrag festzuhalten, dass wenn sozialer Wohnungsbau hier in Dresden stattfindet, dass dieser dann auch deutschen Bedürftigen zugutekommt. In diesem Sinne bitte ich um eine breite Zustimmung und bedanke mich. Als nächstes kommen wir erneut zum Rederecht von Herrn Sachs. Ich darf Sie noch mal nach vorne bitten. Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, in Ergänzung meiner Worte von vorhin zu diesem Antrag nochmal. Die Föderalismuskommission II hat vor 3 Jahren etwa mit der Übereinstimmung der Länder und dem Bund beschlossen, dass der soziale Wohnungsbau künftig Ländersache sei. Dieses ist sowohl bei den Ländern als bei vielen Ländern als auch im Bund mittlerweile als überholte Auffassung gekennzeichnet worden, und die Große Koalition in Berlin hat mittlerweile beschlossen, dass der Bund in der sozialen Wohnungsbauförderung bleiben wird und dass dazu auch die Verfassung geändert wird, dass der Wohnungsbau nach wie vor eine Gemeinschaftsaufgabe sein wird zwischen Bund und Ländern. Insofern werden also auch in den Folgejahren Fördergelder des Bundes zur Verfügung stehen. Das Zweite, sozialer Wohnungsbau ist ja nicht etwa eine Nischenangelegenheit, sondern wird in den großen Städten der Bundesrepublik in massiver Weise durchgeführt. Wenn ich Ihnen nur mal die Zahlen sagen darf, München jährlich 2.000, Berlin jährlich 3.000 steigernd, Hamburg jährlich 3.000 steigernd, reine öffentlich geförderte Wohnung im Konzert des gesamten Wohnungsbaus pro Jahr. Das Dritte, was ich Ihnen sagen darf, knüpft an auf das, was ich vorhin gesagt habe. Sozialer Wohnungsbau darf nicht zur Ghettoisierung führen. Es ist falsch, ihn sozusagen auf die grüne Wiese, auf das billigste Grundstück zu setzen, sondern er muss mitten hinein in das Geschehen der Stadt. Deswegen muss die Stadt auch in ihren Möglichkeiten soziale Wohnungsbauquoten vorgeben. Sozialer Wohnungsbau muss auch nicht nur von kommunalen Gesellschaften geleistet werden. Er kann als Auflage im Rahmen von Baugenehmigungen auch von Privaten geleistet werden. Rechtlich sind solche Auflagen durchaus möglich durchsetzbar. Sie können das im Rahmen natürlich schon alleine von Befreiungen machen. Dazu sind Sie nicht gesetzlich verpflichtet, also können Sie das mit Auflagen verknüpfen. Sie können es im Rahmen von § 34 Genehmigung machen. Sie können aber auch im Rahmen jedes neuen Bebauungsplans städtebauliche Verträge schließen, in denen solche Quoten festgelegt werden und Private daran gebunden werden. Lassen Sie sich nicht von irgendjemandem erzählen, also ich war 20 Jahre lang Vorstand eines Wohnungsunternehmens, dass dieses nicht rentabel sei. Es ist schlicht Unfug. Sozialer Wohnungsbau hat heute Renditen von 3%. Das ist natürlich für Leute, die 12 kriegen, wenig. Das ist richtig. Aber es ist rentabel, und große kommunale Gesellschaften, die fast 50-60% Sozialwohnungen in ihrem Bestand haben, sind heute zum Teil rentabler als Vonovia. Also lassen Sie sich da nichts von anderen Leuten erzählen. Sozialer Wohnungsbau ist heute die einzige Chance, bei einer Kostenmiete von 11 bis 13 Euro, die der normale, frei finanzierte Wohnungsbau heute produziert, Wohnungen auch im Neubau für Leute zu schaffen, die in mittleren Einkommen sind. Es geht hier nicht um Armutsversorgung. Es geht hier auch nicht darum, dass das sozusagen nur noch für Leute, die gar kein Geld haben, Wohnungen gebaut haben. Das ist, wer heute 13 Euro Miete zahlen muss, kann sich solche Wohnungen nicht leisten. Das ist Mittelstand, der auf die Sozialwohnungen angewiesen ist. Mieten von 5, 6 Euro sind da durchaus nicht gering, aber das ist das, was der soziale Wohnungsbau heute produziert. Letzter Satz. Heute, wenn Sie heute sozialen Wohnungsbau nicht an den Rändern, nicht in den Trabantenstädten, sondern mitten in der Stadt machen, sorgen Sie dafür, dass die Bindungen auch lang genug sind. Das heißt, nicht nach 15 oder 20 Jahren aus der Bindung lassen, denn dann geht sozusagen der Hockeystick nach oben. Da werden dann natürlich im Nachholverfahren nach 15 oder 20 Jahren die Renditen dann wieder geholt durch steigende Mieten. Also machen Sie möglichst lange Bindungen. Schönen Dank. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schmählich. Und dann als nächster SPD, Herr Bartels. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen,
bin Herrn Sachs außerordentlich dankbar. Vielleicht hat sein Beitrag dazu einen Beitrag geleistet, dass wir in einem Thema, von dem wir wissen, dass nicht nur diejenigen, die jetzt gerade die Zeitungsanzeigen und das Internet durchforsten, um eine Wohnung zu suchen, sondern ein Großteil der Bevölkerung das Thema bezahlbaren Wohnraum für ein wichtiges Thema hält, dass wir auch hier in diesem Stadtrat dies mit der notwendigen Ernsthaftigkeit und Gewissenhaftigkeit diskutieren. Und weil sich ja dieser Antrag sehr stark auch an das Land richtet, muss ich Herrn Sachs leider sagen, dass diese Dinge, die Sie angesprochen haben, von uns eingefordert wurden, zum Beispiel die Möglichkeit zu haben, längere Bindungsfristen mit der sozialen Wohnraumförderung zu verbinden. Dies ist uns, wie Sie wissen, meine Damen und Herren, durch das Innenministerium quasi mit einem erneuten Lex Dresden untersagt worden. Und ich erwarte einfach, dass das Land, dessen Förderprogramm im Übrigen sicherlich nicht zu den schlechtesten in Deutschland gehört, das muss man ganz deutlich sagen, aber uns als Kommune auch Spielräume gibt, innerhalb dieser Förderrichtlinie, dieses Förderhorizonts auch eigene Schwerpunkte zu setzen, weil, und darauf weise ich auch mal hin, unser großes Datum ist 2035, wenn nämlich über 10.000 Bindungen der Sozialcharta mit der Vonovia auslaufen. Und wir müssen sicherstellen, dass Wohnungsbau heute Bindungsfristen hat, der über diesen Termin hinausgeht. Einen zweiten Aspekt, den ich nennen möchte, der auch sehr wichtig ist. Hier wird immer so getan, und dann wird auch das Gespenst der mangelnden sozialen Durchmischung an die Wand gemalt oder wohin projiziert, dass Sozialwohnungen in der Tat sich nur an Menschen richtet, die soziale Transferleistungen bekommen. Ja, in der Tat, und das ist ein echtes Versäumnis, das hier in Sachsen zu beklagen ist, wir haben eben keine eigenen Einkommenssätze wie in den meisten anderen Bundesländern, sondern wir unterliegen den bundeseinheitlichen Regelungen. Was bedeutet, dass man nur Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein hat, zum Beispiel bei einem Single-Haushalt von 12.000 Euro im Jahr. Das ist viel zu wenig. Deshalb ist es eine vorrangige Aufgabe, dass das Land dringend die Einkommensgrenzen für den Wohnberechtigungsschein anhebt. Und die SPD könnte dies ja im Landtag auch relativ leicht machen, indem sie nämlich den Antrag, der gerade von den Grünen eingebracht wurde, nämlich um 40% dieser Einkommensgrenzen anzuheben, unterstützen würde. Hoffe ich doch. Es gibt dann noch ein paar andere Fraktionen im Landtag, wenn ich das richtig sehe. Man kann ja den Versuch unternehmen, aber ich will gar nicht dieses Thema so extrem politisieren. Ich möchte auch nicht, und das sage ich auch in aller Deutlichkeit, und deshalb sage ich, könnte ich auch in Anlehnung an das, was der Kollege Schollbach gesagt hat, wer eine seriöse Wohnungsbaupolitik haben will, der kann eigentlich nur grün wählen beim nächsten Kommunalwahl, weil uns geht es nicht darum, so zu tun, als ob wir dies nicht als gemeinschaftliche Aufgabe, übrigens auch mit der Wohnungswirtschaft, mit den Wohnungsgenossenschaften und mit Einzelinvestoren hinbekommen. Wir müssen es schaffen, dass sozialer Wohnungsbau nicht alleine sozusagen in der Aufgabe der städtischen Wohnungsbaugesellschaft WID liegt. Dann schaffen wir es kaum. Dann würde ich mal sagen, dann schaffen wir es nicht, den erhöhten Bedarf hier auch in der entsprechenden Form in Dresden hinzubekommen. Deshalb brauchen wir wirklich dieses Bündnis für bezahlbaren Wohnraum. Wir brauchen weitere Aktivitäten, um in dieser Stadt Wohnraum zu schaffen, und wir brauchen vor allen Dingen eine Initiative, und da hoffe ich auch, dass das Land ein bisschen die Kommune unterstützt. Wir brauchen vor allen Dingen auch Grundstücke. Der Ausverkauf an Grundstücken ist passiert. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir wieder ein neues Portfolio kriegen. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, ob wir künftig auch vorhandene Grundstücke nur noch im Erbbaurecht vergeben. Denn eine Aufgabe ist klar. Heimat. Werte Kolleginnen und Kollegen, Heimat fängt damit an, dass man ein bezahlbares, menschenwürdiges Heim hat. Und dafür müssen wir gemeinsam sorgen. Vielen Dank.
Als nächstes SPD-Fraktion, Herr Bartels. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Mitglieder des Rates und die Gäste. Wir reden jetzt seit einer knappen Stunde über ein Thema, das Bürger angeht, die in dieser Stadt ein geringes Einkommen haben. Es hat mich sehr erschüttert, wie links und rechts sich gegenseitig beschimpfen. Ich würde mir wünschen, dass wir hier mal wieder einen Weg finden, dass gemeinsam über dieses Thema geredet wird. Und es geht um unsere Bürger dieser Stadt. Dann haben wir den Antrag, damit Wohnen bezahlbar bleibt. Es nützt uns auch nichts, wenn wir mit dem Finger auf die Landesregierung, auf die Bundesregierung schauen oder zeigen, weil dort ja die Gesetze geschaffen werden müssen. Und was dort in den letzten Jahren gemacht wurde, das wissen wir, diese Mietpreisbremse, die zwar in Sachsen nicht gilt, aber deutschlandweit gilt, die ist auf den Markt gekommen, die ist beschlossen worden, aber als zahnloser Tiger, weil man nicht wollte, dass dort eine vernünftige Regelung kommt. Wir müssen hier in Dresden aber mit diesen Themen leben und dort bleibt die Frage, wie machen wir das? Es gibt die Frage, die wir als zweites beantworten müssen, sozialen Wohnungsbau. Aber wir haben auch die zweite Möglichkeit, wenn wir sozialen Wohnungsbau nicht machen und wir haben keine Wohnung mehr für die Bürger, dann müssen wir Obdachlosenheime bauen. Denn wir als Stadt, als Kommune haben die Verpflichtung, für unsere Bürger eine Unterkunft zu besorgen. Wir wollen nicht, dass sie auf der Straße leben. Ich denke, da gibt es eine einheitliche und einstimmige Zustimmung dazu. Wir müssen also etwas machen. Wir können ja auch die Kosten der Unterkunft erhöhen. Das ist auch eine Möglichkeit. Wir müssen ja auch nicht jedes Mal wieder die gleichen Fehler machen. Wir haben ja mal 2006 unser Wohnungsunternehmen verkauft. War, wie wir heute wissen, der größte politische Fehler, den wir in dieser Stadt gemacht haben. Im Jahr 2005 habe ich die Aussage getroffen, es wird etwa zehn Jahre dauern, bis wir dort ein Problem haben. Es hat nicht 10 Jahre gedauert, es hat nur 9 Jahre gedauert. Und im 11. Jahr nach dem Verkauf haben wir ein neues Wohnungsunternehmen gegründet. Und dieses Wohnungsunternehmen soll jetzt ausschließlich Sozialwohnungen bauen. Und wenn man sich die Geschichte in der Bundesrepublik anguckt, wo ausschließlich Sozialwohnungen gebaut wurden, da weiß, dass es auch ein großer Fehler gewesen ist. Man hat diesen Fehler erkannt. In den 80er Jahren hat man dann die Fehlbelegungsabgabe, die ja mal erhoben wurde, damit Bürger, die eine Sozialwohnung bekommen haben und dann ein Einkommen gekriegt haben, das über dem oder dass sie die Wohnung selber bezahlen muss, damit sie dann die ortsübliche Miete bezahlen und nicht mehr die Miete, die als Sozialwohnung notwendig ist. Die Bürger sind ausgezogen, solange sie Fehlbelegungsabgabe zahlen muss. Man wollte aber, dass sie dort bleiben, deshalb ist die Fehlbelegungsabgabe abgeschafft worden. Das hat nicht funktioniert. Was hat die Bundesregierung dann gemacht, 1990? Sie hat gesagt, wir schaffen den Wohnungsbau, den Sozialwohnungsbau ab, wir fördern jetzt die Bürger. Wir übernehmen die Kosten der Unterkunft für diese Bürger. Das war eine kluge Entscheidung, die damals gemacht wurde, weil man ja wollte, dass es eine gute Durchmischung, soziale Durchmischung in den Stadtgebieten gibt. Was haben die privaten Eigentümer gemacht und hier ja insbesondere die Kapitalgesellschaften? Die haben diese Gelegenheit mit den bestehenden Mietgesetzen ausgenutzt und inzwischen deutschlandweit in den großen Städten die Mieten so erhöht, dass die Bundesregierung nun auf die Erkenntnis gewonnen hat, Kosten der Unterkunft bezahlen für die Bürger ist auch nicht. Wir brauchen wieder sozialen Wohnungsbau. Also wieder zurück zum sozialen Wohnungsbau. Die Stadt Dresden hat nun ein Wohnungsunternehmen gegründet und sagt, wir bauen ausschließlich Sozialwohnungen. Ein Fehler, da in der BRD, oder etwas, das in der BRD als Fehler erkannt wurde. Man baut in den alten Bundesländern heutzutage maximal 50% an Sozialwohnungen in einem Gebäude. Wir bauen nur Sozialwohnungen. Und dann kam dieses Thema Florian-Geyer-Straße auf den Tisch. Als das kam, habe ich sofort eine Frage gestellt und gesagt, wie ist denn das in der Johannstadt? Johannstadt ist ein Problemgebiet, das wir inzwischen haben. Das wurde alles abgewiegelt. Real ist aber, dass in der Johannstadt 800 Wohnungen mit Belegungsrechten vorhanden sind. Und wir wollen 132 dazu bauen. Das geht mit mir nicht. Und wenn wir dann aber das weitermachen, was wir beschlossen haben, dass nur Sozialwohnungen gebaut werden sollen, dann kann das doch nur sein, dass wir diese Sozialwohnungen in den Stadtteilen errichten, wo wir keine belegungsrechtgebundenen Wohnungen haben. Wir wollen eine gute soziale Durchmischung in dieser Stadt haben. Und diese Wohnungen oder diese Wohnhäuser dürfen nicht höher als 20 Wohnungen enthalten, um dort dieses Thema abzuhalten. Wenn wir aber so etwas machen im Moment, dann wissen wir, dass so ein Wohnungsunternehmen langfristig immer Zuschüsse aus dem Stadthaushalt braucht. Denn wenn wir hier eine Wohnung haben, da eine Wohnung haben, da ein Wohnhaus haben, dann ist es ein Verwaltungsaufwand, der enorm ist. Also wir sind in einer Phase, wo wir beginnen, das Wohnungsunternehmen zu gründen, ist die richtige Entscheidung gewesen, müssen aber gucken, wie kriegen wir das jetzt am besten auf die richtigen Füße gestellt.
Das geht nicht nur dadurch, dass wir nur Sozialwohnungen bauen, oder wenn, dann ist es ein Aufwand, wo wir wissen, das Unternehmen braucht langfristig immer einen Zuschuss. Meine Damen und Herren, ich denke, wir sollten hier nochmal langfristig drüber reden und wir sollten das möglichst bitte parteiübergreifend machen, damit wir hier für die Bürger etwas Vernünftiges rausbekommen. Danke. Jetzt setzen wir fort. FDP das Wort gewünscht, nicht der Fall. AfD das Wort gewünscht, Herr Gierke. Sehr geehrter Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Der interfraktionelle Antrag, den wir hier behandeln, heißt, damit Wohnen bezahlbar bleibt, sozialen Wohnungsbau fortsetzen. Die gewählte Formulierung impliziert erstens, dass Wohnungen unbezahlbar wird und zweitens, dass nur eine staatliche oder kommunal geförderte sozialer Wohnungsbau den Abhilfe schaffen kann. Beide Prämissen seitens des Einreichers sind falsch. Erstens, Wohnungen werden nicht unbezahlbar. Der Preis von Wohnungen steigt, ebenso wie die Ansprüche, wie die Lage, die Infrastruktur, die Ausstattung etc. Aber auch beim Wohnungsmarkt gelten die unumstößlichen Prinzipien des Marktes. Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Zu Ihrer Schuld, meine sehr geehrten Damen und Herren von Rot-Rot-Grün, komme ich noch. In Dresden steigt die Nachfrage durch Bevölkerungszuwachs und es sinkt das Angebot durch Neubauten. Beides zusammen führt zwangsläufig zu steigenden Preisen. 562.867 Personen leben laut Statistikstelle der Landeshauptstadt Dresden am 31.12.2017 in der Stadt. 10 Jahre zuvor, also am 31.12.2007, waren es nur 512.546 Menschen in Dresden, also über 50.000 Menschen weniger. In diesem besagten Zeitraum von 10 Jahren ist Dresden fast um die Größe einer Stadt wie Görlitz mit ca. 56.000 Einwohnern gewachsen. Ich zitiere kurz aus Dresden in Zahlen, zweites Quartal 2018. Im ersten Halbjahr 2018 wurden 1.582 Neubauwohnungen genehmigt. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres lag die Zahl der Baugenehmigungen für Neubauwohnungen mit rund 300 über dem Wert des Jahres. Und weiter, im ersten Halbjahr 2018 wurden 334 Neubauwohnungen fertiggestellt. Im Vorjahreszeitraum waren es dreimal so viel neue Wohnungen, 1075. Entsprechend steigen die Preise für Wohnraum. Zum zweiten Punkt, sozialer Wohnungsbau ist nicht das Allheilmittel, sondern nur ein kleiner Mosaikstein für eine größere Lösung, die zu schaffen benötigt wird für Wohnraum. Im November 2016 hat der Freistaat Sachsen das Förderprogramm zur Schaffung von Mietpreis- und belegungsgebundenen Mietwohnraum aufgelegt. Das Programm kommt auch in Dresden zur Anwendung und ist so gestaltet, dass es Grundstückseigentümern einen finanziellen Zuschuss für Wohnungsbaumaßnahmen erhalten, wenn sie mietpreis- und belegungsgebundene Wohnungen durch Neubau, Umbau oder Sanierung schaffen. Daran gibt es auch Kritik. Zuallererst werden die bürokratischen Hürden beklagt. Des Weiteren würde die vom Bund für sozialen Wohnraumförderung bereitgestellten Mittel vom Freistaat Sachsen nicht voll eingesetzt. Dritter Kritikpunkt ist die sogenannte Mietpreisbremse nach unten, die die Förderrichtlinien beinhaltet. Sie sehen, die Förderung des sozialen Wohnungsbaus löst das Problem nicht. Negativ wirkt, und jetzt komme ich zu Ihrer Schuld, meine sehr verehrten Damen und Herren von Rot-Rot-Grün, die Blockaden von Bauprojekten verschlechtert die Situation nur. Wir hätten in Dresden schon hunderte Wohnungen mehr haben können, aber Sie Vertreter von Rot-Rot-Grün der Stadtratsmehrheit, wettern ja lieber gegen die bösen Investoren und legen ihnen Steine in den Weg. Die Zeche, Ihre Zeche von Rot-Rot-Grün produziert, zahlen die Bürger. Und nochmal ein Wort zu Ihnen, Herr Scholbach. Wir sind gerade für die Bedürftigen da. Wie oft haben wir schon schöne Anträge gebracht, die von der Linken abgelehnt wurden. Von daher kommen Sie so nicht um die Ecke. Und noch etwas zur Linken. Die politische Sozialversicherung, die Linke sein will, ist sie nicht. Und demzufolge wünsche ich noch einen schönen Tag. Wird CDU das Wort gewünscht? Herr Fleming. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Jetzt ist der Herr Bartels gar nicht da. Ich wollte ihm nämlich gerade sagen, dass wir
uns ja freuen würden, wenn substantiierte Anträge hier vorgelegt würden, die den Wohnungsbau insgesamt und auch den Sozialwohnungsbau doch maßgeblich befördern würden. Aber das ist ja nicht der Fall. Sie haben ja nichts Besseres zu tun, als uns hier so einen halbseitigen Antrag vorzulegen und uns davon Aufgaben abzuhalten, die weit dringender Natur wären als das, was Sie hier fordern. Das ist ein zweckfreier Schaufensterantrag reinsten Wassers. Und das ist jedem klar, der den Antrag liest. Er schadet nichts an sich, er bewirkt aber auch nichts. Und deshalb wäre eigentlich eine Ablehnung legitim. Aber Herr Scholbach, Sie hatten den Schaum ja schon vom Mund. Wir werden dem Antrag zustimmen. Wir werden dem Antrag zustimmen. Und schon deshalb, damit Sie nicht wieder das Märchen verbreiten können, die CDU wäre gegen den Sozialwohnungsbau. Das ist nämlich nicht der Fall. Wir sind für den Sozialwohnungsbau, aber für den Sozialwohnungsbau richtig. Wir sind gegen Ihren eindimensionalen Sozialwohnungsbau, der alles nur auf diese städtische WID-Gesellschaft lenkt. Wir sind dafür, dass man alle Partner mit ins Boot nimmt, dass man ein Bündnis für Wohnen mit allen Partnern schmiedet. Das sind natürlich auch die privaten Bauherren. Das sind vor allem natürlich die Genossenschaften, das sind Bauherrengemeinschaften. Das betrifft auch in den bestehenden Wohnungsbaugesellschaften die Verdichtung von Beständen, preiswerte Baugrundstücke für Bauherrengemeinschaften oder eben auch die Förderung von Wohneigentum für Familien. Und jetzt schauen wir uns Ihren Antrag doch mal an. In Punkt 1, da sagen Sie, der Stadtrat der Landeshauptstadt und so weiter begrüßt das Förderprogramm zur Schaffung von Mietpreis- und belegungsgebundenem Mietwohnraum und fordert Sachsen auf, auch über das Jahr 2000 hinaus fortzusetzen und so weiter. Ja, selbstverständlich, dem können wir doch zustimmen. Ja, wir sind für den sozialen Wohnungsbau, na, selbstverständlich. Nur wir müssen uns doch hier nicht jeden Monat versichern, dass wir für einen sozialen Wohnungsbau sind und diese, na, ich will das Wort gar nicht nennen, hier nun monatlich durchs Dorf treiben. Und im zweiten Punkt, da rufen Sie den Oberbürgermeister auf, er wird beauftragt, sich beim Sächsischen Landtag und der Sächsischen Staatsregierung und im Städtegemeindetag unverzüglich dafür einzusetzen, dass die Förderung von mietpreisgebundenem Wohnraum auch über das Jahr 2019 fortgesetzt wird. Ja, was denn sonst? Ich meine, der Bund macht derzeit gerade in Berlin Milliarden frei für den sozialen Wohnungsbau. Und diese Mittel werden über die Länder an die Kommunen geleitet. Na, was soll denn der Freistaat sonst machen, als Richtlinien aufzulegen, Förderrichtlinien, die diese Mittel in die Kommunen lenken, wo diese Mittel benötigt werden? Das ist ja wahrscheinlich, sind wir auch dafür, das passiert ja derzeit und das wird auch zukünftig passieren. Ja, was denn sonst? Das ist doch alles sowieso. So, und damit wird jedem klar, dass das ganz klar ein Schaufensterantrag ist. Wissen Sie, Sie könnten eigentlich nächste Woche einen Antrag einbringen, indem Sie den Oberbürgermeister beauftragen, doch mal mit der Staatsregierung zu verhandeln, dass es im Winter kalt wird. Das hätte die gleiche Qualität. Das hat die gleiche Qualität. Ich kann Sie nur aufrufen, kommen Sie aus dem Wahlkampfmodus raus. Dafür haben wir nächstes Jahr noch genug Zeit. Widmen Sie sich wieder der Sacharbeit zu. Bei SPD und Grünen kann man dafür ja schon Ansätze bemerken. So, ich habe weitere Wortmeldungen. Zunächst Herr Wirz, dann Herr Löser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, dass die AfD etwas für Bedürftige übrig hat, das hat man gemerkt. Deswegen hat sie ja auch einen Vertreter der Immobilienwirtschaft hier reden lassen. Die sind also ganz bedürftig und es wundert mich, dass in dem Zusammenhang heute Abend noch in keinem Wort das Wort Immobilienspekulation gefallen ist. Wir wissen ja, dass rein zufällig seit 10 Jahren, seit der Finanzkrise, getrieben durch billiges Zentralbankgeld, sozusagen die Immobilien ein Investitionsobjekt und Spekulationsobjekt erster Güte sind. Und da bieten sich natürlich wachsende Städte an. Das heißt, wir bezahlen in den Mietpreisen verdeckt völlig überzogene Kapitalkosten. Und das ist eben einem Wirtschaftssystem geschuldet, was zwar jetzt eine Rekordtiefe der Arbeitslosigkeit gemeldet hat, unter 5%, das erste Mal seit 1990, aber trotzdem scheinen ja immer mehr soziale Brennpunkte und sozialer Konflikt und Sprengstoff zu entstehen. Und deswegen denke ich, dass man etwas demütig sein soll. Es sieht nicht so gut aus im Land, wie Sie das ja glauben machen wollen.
Ausbeutung funktioniert eben nicht nur durch geringe Löhne, sondern auch durch überhöhte Kosten zum Lebensnotwendigen. Und dazu gehören eben auch Wohnungen. Wohnungen sind kein Marktgut, sondern Wohnungen sind ein Menschenrecht. Und dazu bekennt sich die Linke vor allen Dingen. Wer es hinstellt, dass dieser Antrag überflüssig ist, der verkennt die vollkommen indifferente Haltung der sächsischen Staatsregierung zu dem Thema Förderung von Sozialwohnungen. Denn es ist ein Wort zu viel gewesen hier in der Rede von Herrn Flemming, nämlich dass die Staatsregierung in Zukunft auch den wohnungssozialen Wohnungsbau fördern wird im Freistaat Sachsen. Das hat sie nämlich bisher nicht getan. Seitdem sich der Bund aus dem sozialen Wohnungsbau zurückgezogen hat und das zur Länderkompetenz erklärt hat, sind zwar die Gelder für den sozialen Wohnungsbau auch nach Sachsen geflossen, sie sind aber durchweg von der sächsischen Staatsregierung unter CDU-Führung zweckentfremdet eingesetzt worden, unter anderem zum Abriss von Neubauwohnungen, auch in Dresden. Und das ist halt das, was hier falsch dargestellt wird. Und dieser Abriss ist erkennbar eine Marktbereinigung gewesen, um jetzt zu Knappheit zu führen. Und gerade leicht sanierbare Neubauwohnungen abzureißen, erweist sich im Prinzip nur in diesem Zusammenhang als sinnvoll. Wer eine Ghettoisierung durch die städtische WID unterstellt, verkennt, dass gerade ja die gesamte Konzeption der WID davon ausgeht, nur kleine Grundstücke, nur Inselgrundstücke zu bebauen und gerade keine ganzen Wohnviertel für die WID zu bebauen. Das hätte man an anderer Stelle machen können, das haben wir nicht gemacht. Wir haben Einzelgrundstücke ausgewählt und dort fügen sie sich dann auch ein. Es wird auch in Zukunft so sein, dass es zu einer, wie man sagen, Ghettoisierung nicht kommen wird. Abgesehen davon, wer arm ist, ist nicht unbedingt sozial schwach. Ich würde niemals verwechseln, finanziell schwach mit sozial schwach. Bedürftigkeit entsteht heute schon bei Alleinerziehenden mit mehreren Kindern und voller Berufstätigkeit. Das soll man hier nicht verkennen, weil eben sich eigentlich nur noch im Prinzip Doppelverdiener Wohnungen leisten können und das am freien Markt. Die Preise sind einfach zu hoch. Wenn es um die Verhinderung von Wohnungen geht und die Einbeziehung von Partnern, ist es so, dass derzeit nicht politische Richtung oder im Prinzip gescheiterte Spekulation oder immer Investitionsruinen die größte Verhinderung von Wohnungen in Dresden sind, sondern die Bundeswehr im Norden Dresdens an der Offiziershochschule. Dort ist es so, dass dort seit inzwischen auch Jahren ein Investor, der im Jägerpark 700 Wohnungen bauen möchte und davon angeboten hat, 15% für die WED zum Selbstkostenpreis zu bauen, das heißt integrierten ein Viertel mit mehrheitlich im Prinzip Wohnungen auf dem freien Markt, durch überzogene Lärmschutzforderungen an einer Genehmigungsfähigkeit der Bauleitplanung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans gehindert wird. Meine Damen und Herren, da heute ein Bekenntnis ausgegeben worden ist, hier von allen Parteien fraktionsübergreifend, dass wir im Prinzip den Wohnungsbau in Dresden fördern wollen und weil wir uns hoffentlich auch einig sind, dass der Norden Dresdens kein Manövergebiet ist, in dem Panzer fahren und Sprengstoff gezündet wird, so nämlich die Lärmschutzanforderungen dort, sind wir sicher, dass wir auch an geeigneter Stelle ein Zeichen nach Berlin senden, dass wir uns wünschen, dass die Bundeswehr sich als guter Nachbar erweist und auch hier den Wohnungsbau nicht weiter im Wege steht. Noch etwas zur Immobilienwirtschaft. Wir haben ja gehört, hier das Jammern der Immobilienwirtschaft und es wird immer das gleiche Lied gesungen, die Baukosten sind gestiegen. Die billigen Baupreise der 2000er Jahre, die haben sich aber gar nicht am Markt durchgesetzt, weil die nämlich nicht marktwirksam geworden sind, weil damals wenig gebaut worden ist. Wenn man die Basiszahlen 1996 nimmt, sieht es anders aus, sind die Baupreise nicht so stark gestiegen wie die Inflation seitdem. Und außerdem, ein Geheimnis nehmen die Immobilienlobbyisten immer mit, wenn wir das Bauen billiger machen, auf welchen Weg wird diese Verbilligung an den Mieter oder den Erwerber weitergereicht? Denn ich befürchte, wenn wir das Bauen billiger machen, werden die Wohnungen genauso teuer weiterverkauft und weitervermietet. Haben wir ein Auge auf die Interessen des Kapitals, die hinter dem Immobilienboom stehen? Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung Herr Löse und dann Herr Schmählich. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträtinnen, es ist doch besser, etwas zu tun in dieser Frage, als nichts zu tun. Und es ist doch auch erstmal gut zur Kenntnis zu nehmen, dass sowohl im Bund angekommen ist, dass sozialer Wohnungsbau verstetigt werden soll und dass die Bundesregierung die Förderkulisse auch in Zukunft so ausweiten wird, dass wir in der Lage sein werden, dauerhaft auch in Dresden sozialen Wohnungsbau zu bauen.
Und Herr Flemming, Sie haben es ja angedeutet, es ist natürlich vollkommen richtig, wir werden nicht nur das eine tun und das andere lassen, sondern wir tun ja beides. Wir bauen natürlich Privatwohnungen von privaten Vorhabenträgern als Stadt, indem wir Bebauungspläne zulassen, das forcieren und diese Wohnungen gebaut werden. Wir werden heute reden über das Projekt von Mika, wo 350 Wohnungen entstehen werden. Und Sie haben ja auch gesagt, wir bauen mittlerweile mehr Wohnungen, als es früher der Fall war. Nun braucht man dieses Etikett vielleicht nicht der oder der Seite im Rat anheften. Aber das ist doch ein Fakt, dass wir mittlerweile viel mehr Wohnungen bauen und auch in die Planungsreife bringen, als es früher der Fall war. Und wir bauen natürlich auch sozialen Wohnungsbau. Und es ist richtig, es wäre besser gewesen, es wäre schneller gegangen. Aber jetzt ist die Situation so, wie sie ist. Und Sie haben selber miterlebt, wie schwierig es ist, nach so vielen Jahren auch wieder so eine Gesellschaft zu gründen, die Förderkulisse dann passend zu machen und dann tatsächlich auch die Projekte so zu kriegen, dass sie tatsächlich gebaut werden. Und auch der Aspekt der Durchmischung ist natürlich ein ganz wesentlicher. Und wir haben immer versucht, bei privaten Bauvorhaben, es ist vorhin hier erwähnt worden, dass dies gut möglich ist, 15% sozialen Wohnungsbau hineinzutexten in die städtebaulichen Verträge. Und da haben Sie geklatscht vorhin von der CDU. Und ich möchte Ihnen einfach sagen, im Ausschuss haben Sie uns dafür oft gegeißelt. Sie hören, dass in der Bundesrepublik in großen Städten mittlerweile 30-50% sozialer Wohnungsbau in diese Vorhaben reingeschrieben werden. Und ich glaube, wir sind in Dresden noch nicht an diesem Punkt, aber wir werden in diese Richtung auch denken müssen. Und es ist ja auch dargestellt worden, das ist für Vorhabenträger nicht unbedingt ein Verlust. Es ist nur die Frage, wie hoch ist eigentlich die Rendite. Und ich bin sehr froh, dass der Bürgermeister Schmidt-Lamontin die Vorlage, die hier so ein bisschen durchgeschlittert ist, kooperative Baulandentwicklung, eingebracht hat, jetzt auch ein Referat in seinem Bericht gründen wird, wo genau das Thema sein wird, dass man sicher, rechtssicher mit den Vorhabenträgern dieses Ziel der Schaffung von sozialem Wohnungsbau eben in den Stadtquartieren, die neu entstehen, auch dann reinschreibt. Ich halte das für ein ganz zentrales Element und glaube oder würde mich freuen, wenn wir das mit einer großen politischen Mehrheit im Rat auch versehen könnten. Wir wissen, dass wir natürlich Wohnungen hier nicht bauen, um 20% mit der WID sozusagen Marktmacht zu bekommen. Da sind wir ganz weit davon entfernt. Das haben wir auch nie gesagt. Und wir wissen, selbst dann ist eine Steuerung des Wohnungsmarktes schwierig. Wir wissen, dass in Berlin ungefähr 20% sind in kommunalem Eigentum und trotzdem haben sie dort eine sehr schwierige Mietpreisentwicklung. Aber Michael Schmelig hat darauf hingewiesen, das Problem ist doch, dass wir im Prinzip von der Vonovia momentan die Belegungsrechte haben und dass diese eventuell perspektivisch auslaufen und dass wir einen eigenen Bestand einfach brauchen. Insofern ist das Zentrale, was wir leisten müssen über viele, viele Jahre. Das ist eine Mammutaufgabe, wir haben uns dieser gestellt und wir beginnen. Und natürlich brauchen wir Grundstücke und da ist das Land und auch der Bund einfach gefordert, denn wir haben das Problem und Sie wissen das, einfach keine Grundstücke, die wir ansonsten, stellen wir es ins Haushaltgeld ein und dann machen wir andere Vorhaben nicht, wenn wir in dem Umfang Grundstücke zukaufen, die wir dafür brauchen. Und noch ein Wort zur Johannstadt. Ja, das ist ein großes Vorhaben, was wir dort planen, aber als Johannstädter sage ich auch, habe ich ein bisschen was dagegen, dass wir die Johannstadt jetzt so schlecht reden. Die Johannstadt hat natürlich in bestimmten Bereichen Problemlagen, wo man gucken muss. Aber jetzt zu argumentieren, dass man deswegen dann dort keinen sozialen Wohnungsbau macht und wir sind in der Johannstadt mitten in der Stadt, wir haben eine sehr gute Wohnlage, ich sage das mal, ich laufe 50 Meter zur Elbe, ich laufe irgendwie 10 Minuten in die Innenstadt, das ist eine sehr gute Wohnlage. Wir müssen doch eher darum kämpfen, dass wir die Johannstadt an den Problemstellen so stärken, dass wir eben, wenn wir Probleme erkennen, die eben nicht zum Tragen kommen. Und da sage ich mal, dann hat die WID mit Herrn Jeckel ja auch gesagt, natürlich muss sie in diesem Haus dann dort ein Mietermanagement entwickeln. Da muss ein Raum da sein für die Mieter, da muss man sich drum kümmern, auch mit denen in den Häusern ringsrum. Das ist doch die Aufgabe, die wir leisten müssen, nicht zu sagen, wir bauen es eben nicht, weil wir Angst haben, dann entsteht da irgendwas. Wir müssen gucken, wie machen wir es positiv, wie kriegen wir das so hin, dass wir mit den Mietern, die da einziehen, gemeinsam und den Umgebungsmietern dann am Ende zu einer guten Lösung kommen. Ich glaube, wenn wir es so differenziert angehen, ich habe mich sehr gefreut, dass auch die CDU sich klar dazu bekennt, wiederholt zum sozialen Wohnungsbau in dieser Stadt, neben Linke, Grüne, SPD und Piraten. Dann ist das doch ein guter Weg. Als nächster Redner Herr Schmelig, dann Herr Genschmer. Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, mag ja sein, dass wir in einer Atmosphäre des Totalkonfliktes hier diese Debatte begonnen haben. Aber
Wir nähern uns ja ein Stückchen weit an, da knüpfe ich mal direkt an die Worte an, die Thomas Löser gerade gesagt hat. Ingo Flemming, und wenn dieser Fensterantrag, wie du ihn genannt hast, einen bedeutenden Sinn hat, dann der, dass heute zum ersten Mal in diesem Stadtrat von einem Vertreter der CDU ein klares Bekenntnis zum sozialen Wohnungsbau abgegeben wurde. Prima. Prüfen Sie das mal nach. Wenn bei mir noch eine Sache funktioniert, dann ist es das Gedächtnis. Und im Übrigen, niemand, also unsere Fraktion nun garantiert nicht, hat jemals behauptet, dass wir glauben, das Thema Wohnungsbau mit der WED alleine lösen zu können. Also auch da, d'accord. Wir waren diejenigen, die gesagt haben, was ist denn mit den privaten Investoren? Die sind angesprochen worden. Auch am Tisch übrigens des Oberbürgermeisters ist der Versuch unternommen worden. Es ist doch nicht so, dass hier private Investoren ausgeschlossen wurden von dem Programm des Freistaates zum sozialen Wohnungsbau. Das Interesse hält sich natürlich in Zeiten, wo man auch ohne öffentliche Zuschüsse zu hohen Preisen Wohnraum vermieten kann in Grenzen. Und wörtlich, ohne dass ich jetzt hier ein Geheimnis preisgebe, aber im Wohnbeirat haben wir ja zum Beispiel Vonovia gefragt, warum sie denn nicht auf dieses Programm zurückgreifen. Da haben sie zwei Antworten gegeben. Erstens, wir haben das Geld. Und zweitens, wir können auch mit einer Marktmiete am Markt gegenwärtig durchkommen. Also sprich, der Versuch und das Gesprächsangebot an Investoren war immer da. Wir werden es auch in Zukunft brauchen. Ich möchte aber doch noch eine Bemerkung oder zwei Bemerkungen zu den Dingen sagen, die Peter Bartels hier formuliert hat und die ja auch heute durch einen Artikel in der DNN nicht mich stutzig gemacht haben, mich aber dennoch ein bisschen gewundert haben. Also erstens, wenn man will, dass wir gegenwärtig auch frei finanzierten Wohnraum innerhalb der städtischen Wohnungsbaugesellschaft vorantreiben, muss man zwei Dinge sehen. Erstens, in der Genehmigung für diese Wohnungsbaugesellschaft hat die Landesdirektion dies explizit ausgeschlossen. Also das müsste man erstmal ändern. Das viel entscheidendere Argument ist aber, wenn man mit einer eigenen Wohnungsbaugesellschaft anfängt, die eben nicht über eine langjährige auch Finanzierung und Refinanzierung verfügt, dann hat man gar nicht das Kapital dafür. Will sich jemand ernsthaft, und das habe ich so ein bisschen aus den Worten vom Kollegen Albrecht Pallas herausgehört, will man ernsthaft mit Steuermitteln in den frei finanzierten Wohnraum investieren? Sprich, sollen wir Steuermittel in die Hand nehmen, um am Ende Wohnungen, die für einen Vermietungspreis von 10 Euro am Markt angeboten werden, zu subventionieren? Das kann doch nicht unser Ernst sein. Sprich, die Problematik, dass wir im Moment jedenfalls über einen bestimmten Zeitraum, nämlich die nächsten 10 bis 15 Jahre, sehr wahrscheinlich ausschließlich Sozialwohnungen bauen, wird sich dadurch nicht ändern. Aber ich halte diesen Popanz der sozialen Durchmischung auch ein bisschen, ja, ich finde ihn sogar ein bisschen menschenfeindlich. Ja, der Kollege Thilo Würst hat darauf hingewiesen. Arm oder wenig zu verdienen heißt nicht sozial schwach. Und vor allen Dingen dann, wenn wir es schaffen, dass praktisch in den, wenn wir zwei Dinge erfüllen. Der erste Punkt muss erfüllt sein, dass wir endlich, was ich vorhin schon erwähnt habe, die Einkommensgrenzen erhöhen für die Berechtigung. Wenn zweitens nicht das Ansinnen da ist, dass im Bereich der von der Stadt geschaffenen Wohnraums die Stadt selber, das Sozialamt, die Belegung macht, sondern wenn wir es in die Hände der Wohnungsbaugesellschaft legen, in dem Fall der WED, die eben auch dafür sorgen kann, dass es einen entsprechenden Mix gibt, dann habe ich da auch keine großen Bedenken. Und drittens, mittlerweile sind unter denjenigen, die Wohnberechtigungsschein haben oder Wohnberechtigungsschein berechtigt wären, ganz viele, etwa ein Drittel, die Aufstocker sind. Menschen also, die ackern, fleißig sind, arbeiten, aber einfach nicht so viel verdienen. Und denen zu unterstellen, dass der Umstand, dass sie dann vielleicht in die Johannstadt oder sonst wohin ziehen, eine soziale Brennpunkte schaffen würde oder dafür Sorgen trägt, dass es sozial kippt, das ist doch eigentlich eine ziemliche Unverschämtheit. Soziale Wohnraumpolitik, die klug gemanagt wird, schafft nicht neue soziale Probleme, sondern löst sogar soziale Probleme in den Stadtteilen auf. Und daran sollten wir arbeiten. Vielen Dank.
Und jetzt Herr Genschmer. Ach, Herr Brauns will auch noch. Na, guck mal. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Damen und Herren Stadträte, ich musste gerne, oder mich hat die Rede vom Genossen Würz nochmal motiviert, hier vorzugehen, weil, ich sage mal, das, was Scholbach gesagt hat, das ist natürlich schon Populismus groß. Es wird natürlich garantiert als fachliche Rede in den Medien wiederkommen. Populismus gibt es immer nur von der rechten Seite. Aber egal, ich will mal ganz kurz darauf eingehen. Wenn man die Ausschussdiskussion zu der Florian-Geyer-Straße, zu Johannstadt verfolgt, bin ich schon begeistert, wie nah gerade die Linke am Bürger dran ist. Also man merkt ganz deutlich, wie begeistert die von dem Projekt dort an der Florian-Geyer-Straße sind. Und zu den Fehlern, das habe ich hier auch in der Asylpolitik schon mehrmals gesagt, die wir eigentlich vom Westen lernen können, wie Gebiete so ein bisschen abgehängt werden, in Problemgebiete sich entwickeln. Wir haben es in Dresden, schon in Prohlitz, in Gorbitz. Das sind eigentlich gar nicht schlechte Gebiete. Aber durch die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren dort verfolgen, wären es eben die Probleme. Und wenn wir in der Johannstadt jetzt nochmal so ein Gebäude aufbauen, wo wir jetzt schon im Antrag rauslesen können, und darauf ist auch die Angst der Anwohner gerichtet, dass ein Großteil der Belegungsrechte am Ende auch wieder von Flüchtlingen übernommen werden, wäre es doch eigentlich, um die Johannstadt aufzuwerten, viel sinnhafter in der Johannstadt an dem Stelle einen luxuriösen Wohnbereich zu bauen. Und Herr Scholbach, wo Sie wohnen, Sie können sich doch mal einsetzen, dass im Weißen Hirsch oder im Blasewitz die WID-Gebäude baut. Aber das ist typisch bei den ganzen Linken. Frau Schwese schickt ihre Kinder auch in eine private Schule. Und dann über die städtischen Schulen zu reden. Ich weiß, das ist ein Wunderpunkt, aber so ist es. Ich habe auch noch nie von Dresdner, der christlichen Schule, auch wo meine Kinder, die gehen ganz groß immer zur Asyldiskussion, aber da war noch keine Schule, die freiwillig DATS-Kinder übernommen haben. Ja? Da können wir ganz lange darüber diskutieren. Und Herr Scholbach, wie Sie einen Hass auf Investoren in dieser Stadt verbreiten, das ist schon stadtschädigend. Gerade Rot-Rot-Grün, die sind die städtischen Immobilienobjekten wie der Genossenschaft verhindern, dass die Wohnungen bauen, privaten Investoren wie der Frau Töberich Knüppel in den Bein schmeißen, aber hier sich mit Weihräuchern wegen neuen Wohnungen. Also lassen Sie das, führen Sie die Diskussion mit dem Bürger vor Ort. Ich freue mich schon auf die nächste Kommunalwahl. Und als nächster Redner Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich möchte doch auf das, was Herr Scholbach gesagt hat. Herr Scholbach, Sie haben die Worte, ich sage jetzt mal Ihrer Bürgermeisterin, nicht zugehört, die sich dafür bedankt hat, dass private Investoren da sind. Und mit dem Hass, mit dem spalterischen Wortwahl, die Sie haben, mit diesem Klassenkampf, den Sie hier machen, das hat Pegida-Niveau, Herr Scholbach, das hat Pegida-Niveau. Und Herr Schmählich, Sie haben auch offensichtlich Ihren Kooperationspartnern, ich habe jetzt leider, bitte um Nachsicht, von dem Herrn, der hier für die SPD gesprochen hat, nicht mehr parat. Bitte? Nee, nicht Herr Bartels, sondern der Herr aus der Ersatz. Wenn Sie ihm zugehört hätten, ist es, was die Frage nur Sozialwohnung in einem Gebäude, hat er genau das gesagt, aber fast schon wörtlich identisch mit dem, was wir die ganze Zeit sagen, dass es problematisch ist. Und man kann natürlich mit vielen irgendwie gearteten Argumenten alles umdrehen. Nur das Problem an der Sache ist, die Realität ist eine andere. Man kann alles, die Realität, sich umschreiben. Das wissen wir von Ideologen, die das machen. Und wenn Ideologen an die Macht kommen, dann ist das immer in einer Katastrophe biblischen Ausmaßes geendet. Und das sollten wir eigentlich vermeiden. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist es natürlich richtig, dass man die Sorgen und Nöte, die gerade die Bürger in der Johannstadt haben, die wir auch in unserer Stadt, in anderen Bezirken ja durchaus haben,
dass man die Fehler, und wir haben mehrere Beschlüsse in dieser Stadt geschafft, dass man eben Segregation vermeiden will. Und wir wollen, und es ist doch einfach nur der Wunsch, dass man die Fehler der Vergangenheit hier nicht macht und in einer diesen Größenordnung dort Sozialwohnungen, und zwar nur Sozialwohnungen, bereitstellen will. Niemand ist doch dagegen, dass in dem Gebäude, es ist niemand gegen das Gebäude, es gibt nur zwei Argumente. Kein weiteres Hochhaus, bauen selbstverständlich, und nicht nur Sozialwohnungen, natürlich auch Sozialwohnungen, überhaupt keine Frage, aber eben nicht nur so, wie es eine aus der Erfahrung und hier im Stadtrat auch als richtig empfundenen Politik auch beschlussmäßig umgesetzt ist. Nichts anderes, das wollen wir. Daran erinnern, dass wir eine soziale Wohnungspolitik in der Art und Weise machen, wie wir sie in der Stadt seit langem machen, befürworten und dies nicht ändern. Und das ist das Problem Ihrer Politik. Und diese Politik wollen wir nicht. Das ist eben diese Verengung, die Sie haben, dass man sagt, ich begründe eine Gesellschaft, die sich nur Sozialwohnungen baut. Und meine Damen und Herren und Herr Schmählich, das ist ein starkes Stück, dass Sie hier sagen, das erste Mal, dass von der CDU sozialer Wohnungsbau. Das ist eine Unverschämtheit. Es ist eine Unverschämtheit. Die CDU ist schon immer für sozialen Wohnungsbau eingetreten. Und meine Damen und Herren, wer ist es denn gewesen, der beim Verkauf der städtischen WOBA es reingeschrieben hat, eine Sozialkarte gemacht hat? Das ist mit uns auf unseren Antrieb gemacht. Und meine Damen und Herren, es sind 10.000 Belegungsrechte. 10.000 Belegungsrechte. Wir sind abgeschmettert, der Wort, sich mal doch darum zu kümmern, dass man mit dem Geld, was Sie für die WED in die Hand nehmen, nicht vielleicht mal diese 10.000 Belegungsrechte über die Zeit hinaus rettet. Hat man denn mit der Vonovia einfach nochmal darüber geredet? Sind diese Gespräche denn ernsthaft geführt worden? Nein. Es ist der, und da frage ich mich schon, die SPD hat ja da sehr vieles jetzt Sinnvolles auf den Weg gebracht. Wie lange an die SPD und die Grünen wollen Sie sich denn noch von diesem Herrn Scholbach mit diesem Klassenkampf in die Haftung nehmen lassen? Wie lange wollen Sie für diesen Menschen denn noch haften? Das kann doch nicht wahr sein. Meine Damen und Herren, und Herr Scholbach, es ist ja geschickt gemacht. Sie hätten es ja fast sogar geschafft mit Ihrer Rede, dass wir in die Versuchung gekommen wären, diesem Antrag nicht zuzustimmen. Aber nein, wir gucken uns wenigstens noch mal daran, was da drin steht. Und wir gehen diesem Weg des Hasses, den Sie hier streuen, gehen wir nicht mit, den lehnen wir ab. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, ich habe jetzt zwei Geschäftsordnungsanträge. Erst Herr Carbot und dann Herr Dr. Reuter. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es eine deutliche Mehrheit für diesen Antrag gibt. Bevor das kippt, beantrage ich Ende der Debatte. Wird gegen diesen Geschäftsordnungsantrag Gegenrede? Dann kommen wir zur Abstimmung über diesen Antrag. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Das ist schon erkennbar, die überwältigende Mehrheit, die dem stattgegeben hat. 46 Ja, 17 Nein, 2 Enthaltung. Damit ist Ende der Debatte. Wir kommen damit zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Und bevor wir dazu kommen, gibt es erstmal einen Ergänzungsantrag von Herrn Bauer. Wer dem Ergänzungsantrag zustimmen möchte, ist jetzt an der Reihe. Der ist mit 2 Ja-Stimmen und 64 Nein-Stimmen bei keiner Enthaltung abgelehnt. Somit kommen wir unverändert zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, der ist jetzt an der Reihe.
eine wilde Debatte für eine 66 Ja, keine Nein, eine Enthaltung. Sensationell. Wir setzen fort in der Tagesordnung, haben zu